Das ist ein sogenannter Rumpler. Das habe ich mir von die Südtiroler angeschaut. Da gibt es diesen Südtiroler Rumpler und den habe ich jetzt nachgebaut, beziehungsweise halt einfach ein bisschen verfeinert. Und das ist ein ganz lässiges Spiel, speziell für so Feierlichkeiten oder für einen Stammtisch oder irgend sowas. Weil das da, das ist sozusagen ein Wirtshausrumpler. Hier steht ein Wirtshaus da. Da ist die große Wirtsstube. Da ist die Zirbenstube, das ist alles beschriftet da. Da hinten ist die Kegelbahn. Da ist die Weiberleit, die dann da so auf der Koche dann da gacken, steht oben. Und da ist die für die Männerleit. Die sehen so aus, jeder ist einzeln gemacht natürlich. Das ist ein bisschen Urgeber. Der hat ein Ding mit weißt schon, wie sagt man da? Wenn er was sich auszeichnen lässt, gell? Das da. Und dann ist da hinten die Kellnerin, die ist 40 Punkte wert, weil es klar, wenn du da reinkommst, will ja jeder hin, der Kellnerin. Oder der Küche, da ist der Kochdreh und die Beiköchin da. Und ganz hinten ist die dicke Wirtin. Und da ist eben die Zirbenstube. Und da, gibt am meisten Punkte an, das ist das Bierlager. Gell? Sag ich ganz schnell, wie das geht. Das ist also der Kreisel da, gell? Den müsst ihr aufwickeln. Den müsst ihr aufwickeln und dann mal schauen, dass du möglichst viele Punkte zusammenbringst. Eins, zwei, drei. Ja, 20 Punkte sind schon gewaltig, das sind wieder 20. Das sind schon 40 Punkte. Ja. Übrigens, wenn du da nicht rauskommst von dem Platz, nachher bist du ein Stubenhocker, das kostet eine Runde Schnaps, gell? Das ist eh schon ganz nicht schlecht, gell? Besser war noch, wenn er da hinter rein kam. Oder ja, das sind jetzt 20, 40, 60, 80 Punkte.